hast es geschafft. Du bist dabei. Bandcamp Berlin. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Wir freuen uns sehr herzlich, dass ihr hier seid. Wir werden spielen, live, mehrfach sogar live, auf der Music China in Shanghai. Da können dann nicht eure Freunde kommen und jubeln? Und dabei ist es wirklich euch überlassen, was ihr spielt. Covern, eigene Songs. Ihr braucht am Ende 20 Minuten Set, dass ihr sofort auf jeder Bühne spielen könnt. Wir stecken da, glaube ich, alle, also vor allem eben Marcel und ich, weil wir die Songs schreiben, stecken da sehr viel Energie rein und beschäftigen uns wirklich sehr viel damit. Wir hatten ja bei unserem letzten Auftritt 4 selbstgeschriebene Songs und das haben wir jetzt auf 6 bis 7 Songs konzentriert. Dafür, dass wir dann in dieser kurzen Zeit schon einfach mal 7 Songs geschrieben haben, ich glaube, das ist nicht schlecht. Was jetzt für die Ingredients wichtig ist, Routine zu bekommen. Ich glaube, durch den Kontakt mit Aberhalle, wo sie gemerkt haben, wie die auf der Bühne sich geben, haben sie auch noch was gemerkt. Da hat es auch Klick gemacht bei denen. Alle Aberhalle, Ingredients und alle, die mitfahren, werden den Trip nicht vergessen. Gerald, wir jetzt treffen, ist super gut. Ich meine, er ist wirklich sehr engagiert. Und mal gucken, vielleicht sind wir ein Stückchen, sieht er dann auch so ein bisschen, dass es was, das was gebracht hat, seine Energie da rein zu investieren, dass wir besser werden und dass wir tatsächlich das Potenzial. Wir freuen uns sehr herzlich, dass ihr hier seid. Wir werden spielen, live, mehrfach sogar live, auf der Music China in Shanghai. Da können dann nicht eure Freunde kommen und jubeln? Und dabei ist es wirklich euch überlassen, was ihr spielt. Covern, eigene Songs. Ihr braucht am Ende 20 Minuten Set, dass ihr sofort auf jeder Bühne spielen könnt. Wir stecken da, glaube ich, alle, also vor allem eben Marcel und ich, weil wir die Songs schreiben, stecken da sehr viel Energie rein und beschäftigen uns wirklich sehr viel damit. Wir hatten ja bei unserem letzten Auftritt 4 selbstgeschriebene Songs und das haben wir jetzt auf 6 bis 7 Songs konzentriert. Dafür, dass wir dann in dieser kurzen Zeit schon einfach mal 7 Songs geschrieben haben, ich glaube, das ist nicht schlecht. Was jetzt für die Ingredients wichtig ist, Routine zu bekommen. Ich glaube, durch den Kontakt mit Aberhalle, wo sie gemerkt haben, wie die auf der Bühne sich geben, haben sie auch noch was gemerkt. Da hat es auch Klick gemacht bei denen. Alle Aberhalle, Ingredients und alle, die mitfahren, werden den Trip nicht vergessen. Gerald, wir jetzt treffen, ist super gut. Ich meine, er ist wirklich sehr engagiert. Und mal gucken, vielleicht sind wir ein Stückchen, sieht er dann auch so ein bisschen, dass es was, das was gebracht hat, seine Energie da rein zu investieren, dass wir besser werden und dass wir tatsächlich das Potenzial haben. Ich finde es mega cool, jetzt hier in Shanghai zu sein. Wer kann das schon so von sich behaupten? In Asien war ich ja noch gar nicht. Man merkt halt echt, wie die Luft ganz anders ist. Also sie ist viel tropischer hier als in Deutschland. Gerade Shanghai ist halt die andere Seite der Welt quasi. Da habe ich auf jeden Fall echt viel zu erzählen später. Man merkt halt schon, man ist woanders und man ist sehr weit weg von zu Hause. Es ist einfach eine riesen Stadt. Also es ist echt beeindruckend. Und ja, auch die Skyline ist was ganz anderes als in Berlin. Überall Wolkenkratzer und es sind immer so eine riesen Wohnblöcke. Es ist halt einfach alles gigantisch hier. Jetzt hier zu sein, das war eigentlich schon so ein bisschen so ein Traum, der jetzt damit ganz ein Stück näher gerückt ist. So. Das ist ja eigentlich alles für noch kleinere Menschen gemacht als in Europa. Mann, wo ist denn mein Handy? Da geht's zur Rezeption. Ja. Das luxuriöseste Hotel, was ich jemals hatte. Willkommen an Bord. Hier ist unser wunderschönes Zuhause. Hier haben wir unseren schönen Stapel Autogrammkarten. Das ist mein Showshirt hier. So, hier ist unser Bad. Aber das ist übrigens Marcel, unser schönster Einrichtungsgegenstand hier. Wir haben ihn eigentlich nur mitgenommen, damit da schöne Dekoration ist. Hier ist wahrscheinlich auch noch nie aufgemacht.
Ey, guck mal, wir können ja sogar. Ich kann mein. Und hoffen, dass wir auch jetzt hier in Shanghai gute Auftritte erleben können. Alle sind, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, weil wir nicht unser Programm, was wir entschuldigt haben, extra hierfür nicht mehr durchsetzen können, weil ich krank geworden bin. So, ich glaube, das kann ich nicht bringen. Heute Morgen sah das gar nicht gut aus, wenn es regnet. Wer guckt sich schon eine Band an, die man noch nie zuvor gehört hat, während es regnet? Wenn es so weiter regnen wird, wie sollen wir da spielen? Von der Taxifahrt hat es immer noch geregnet. Danach hat es dann irgendwann langsam aufgehört. Wir hatten ja heute Morgen etwas Probleme mit der Überfahrt zur Messe, weil wir ziemlich starken Stau hatten. Ja, es war halt extrem voll. Der Taxifahrer wusste, glaube ich, nicht recht, wie er uns dahin bringen soll. Wir dachten, wo fährt er jetzt hin? Wir dachten fast, dass er auf die Autobahn abbiegt. Wir konnten uns auch nicht mit dem verständigen, weil er halt vielleicht Yes or No verstanden hat und das war es dann auch. Wir dachten, wie kommen wir jetzt da genau hin? Ja, da haben wir schon immer ein bisschen überlegt, so okay, wie machen wir das jetzt? Ja, war nicht so ein cooles Gefühl, aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich vor allem mit meinem Fieber beschäftigt war die ganze Fahrt. Die Bühnen sind hier vorne und ich muss gleich erstmal die Organisatoren hier ranholen. Die anderen sind alleine gefahren, also Lissi, Marcel, Julian und Luca. Wir hatten aber Gerald dabei und deswegen bin ich hierher gefunden, habe hierher gefunden. Weiß ich nicht. Der ist einmal komplett andere Seite ums Gelände rumgefahren. Und dann standen wir eine halbe Stunde im Stau. Fahren nie wieder mit dem Taxi in Shanghai. Ja, es ist kurz vor 11. Ja. Läuft nicht so geplant. Dann haben wir es irgendwann so ein bisschen gesehen können, aber da war da so ein großer Stau, dass wir langsam ein bisschen in Panik geraten sind. Weil wir immer auf die Uhr geguckt und haben gesehen, okay, in einer halben Stunde spielen wir. Und wir wissen nicht, wie lange das noch dauert. 10:52 Uhr. Ja. Und sie sind immer noch nicht da. Ja. Zum Glück ist es dann irgendwann so geendet, dass wir einfach rausgegangen sind, als wir schon recht nah am Eingang waren. Und ja, dann sind wir dann, keine Ahnung, eine Stunde zu spät gekommen oder so. Zum Glück war aber Hallo schon da. Als wir da angekommen sind, waren die direkt dabei, die ganze Technik aufzubauen, die Instrumente, das Schlagzeug und sowas schon aufzubauen. Und das war wirklich eine sehr große Hilfe. Um ehrlich zu sein, habe ich mir vorgestellt, dass die Bühne größer wird in Shanghai. Die Sache ist natürlich auch die, dass das Messegelände unheimlich groß ist und die Bühne dadurch noch mal kleiner wirkt. Auf dem Festivalgelände, da steht eine kleine Bühne. Auf ihr stehen keine Stars, trotzdem hat sie Gefühle. Das Licht ist ein Witz und die alten Boxen rauschen. Die kleine Bühne hat so satt, wird so gerne mal tauschen. Eine kleine Bühne. Na und? Klingt der Sound halt mal scheiße. Meine kleine Bühne, deine Zeit kommt noch. Glaub mir, ich weiß. Auf der Music China war ein großer Teil der Backline war schon da, also ein Schlagzeug und zwar noch Verstärker da. Es war jetzt aber alles jetzt nicht so das Optimale und deswegen sind wir dann erstmal ein bisschen über die Messe und haben dann bei verschiedenen Ausstellern gefragt.
Auftritt war ich halt ein bisschen mit den Nerven so am Ende. Weil, also wir sind halt vorher rumgerannt auf der Messe wegen dem Bass. Konnte ich mich einfach da anschließen. Und dann mussten wir uns auch noch Gurte organisieren. Und das war halt viel hin und her. Das war alles heute ein bisschen hektisch. Ich habe keine Ahnung vom Keyboard. Weil das ist, ich habe damit noch nie gespielt. Das Problem war einfach, dass wir ein paar technische Schwierigkeiten hatten. Es war super nett, dass Abahalo uns da geholfen hat, das alles aufzubauen, weil wir doch irgendwie alle noch ein bisschen unerfahren sind. Wir wussten nicht, ist das jetzt nur der Soundcheck, ist das schon unser richtiger Auftritt? Da muss man auch improvisieren, es ist nicht alles perfekt, aber nachher der Auftritt muss so sein, als wenn alles perfekt wäre, dass auch wenn nicht alles hundertprozentig auf der Bühne funktioniert, dass man trotzdem die bestmögliche Performance abliefern muss, damit das Publikum Spaß hat. Was ich immer am schlimmsten finde, ist das Intro. Dann stehe ich da so und denke mir so, es könnte jetzt noch passieren, dass deine Stimme gerade sich überschlägt oder irgendwas halt ist. So. Der erste Ton ist halt immer so der entscheidende Ton, irgendwie, keine Ahnung. Das ist so voll der komische Moment. Weil alle auch so voll gespannt sind, so, was kommt jetzt? Eines Jahr irgendwie was schiefgelaufen, jeder hatte da mal wieder seine Problemchen. Zum Beispiel mir ist mein Netzkabel aus der Steckdose rausgegangen und ich musste dann irgendwie versuchen, unauffällig dann das Kabel wieder in die Steckdose zu stecken. Dann war ja noch was mit dem Gitarrengurt. In dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, vergisst du, dass du krank bist, weil wenn dich sehr, sehr viele Augenpaare angucken, dann achtest du, glaube ich, nicht mehr so auf dich selber, eher auf die Umgebung. Und ich hoffe einfach nur, dass es nicht so krank lang. Das Publikum war was ganz anderes. Wir sind alle total abgegangen darauf, was wir gemacht haben. Und ja, Julians Show ist halt total angekommen. Ich habe ja genau auf diesen Moment ja ziemlich lange gewartet. Und da dachte ich, da muss man mal wieder richtig abgehen, da muss man mal wieder richtig Spaß auf der Bühne haben. Als wir unser Konzert beendet hatten, war eigentlich erstmal alles so wie bei jedem Konzert. Die Leute haben applaudiert, waren alle ganz happy. Also ich glaube, wir sind halt alle entspannter geworden, auch auf der Bühne. Anfangs war das noch, gerade zum Beispiel für Lissy, die noch nie auf einer Bühne vorher stand, war das was komplett Neues. Die Rückmeldung war erstaunlicherweise mega gut, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass da irgendwie 30 Zuschauer hinter der Bühne warten und Fotos machen wollen. Das kannte ich so persönlich aus Berlin überhaupt nicht. Aber ich fand es auch irgendwie ein cooles Gefühl, dass man die Leute doch beeindruckt hat. Es war das erste Mal, dass Leute von uns Fotos wollten. Also es ist eine neue Erfahrung, ich habe das noch nie so erlebt. Echt, was geht hier gerade ab? Weil das war, ich habe echt nicht damit gerechnet. Die haben sich alle voll gefreut. Die haben sich so angeguckt und dann haben die sich halt wirklich gefreut darüber. Ich bin in der ersten Reihe, wie abgegangen ist. Besseres, als wenn man eine Stadt erkunden kann, weil man dort gleichzeitig spielt. So, das ist eigentlich die perfekte Kombination. Das liegt so eine weite Strecke zwischen hier und Deutschland und dann spielst du so auf einer Messe, die du vorher nicht kanntest, vor extrem vielen Menschen. Das ist halt so ein bisschen surreal, immer wenn man daran denkt. Ich kann mir vorstellen, dass ich auf jeden Fall so ein Tourmensch sein könnte. Hello.
Die Musik von den Ingredients finde ich ziemlich cool. Es ist sehr, sehr poppig auch, aber man hört auch ganz, ganz viel härtere Einflüsse und ich finde es interessant. Wir haben sie jetzt dreimal getroffen und man sieht schon auf jeden Fall eine Entwicklung und das finde ich immer ganz cool. Und jetzt zeigen sie sich wirklich als Band mit eigenem Stil. Die passen jetzt richtig zusammen. Wir spielen ja dann auch noch in der deutschen Schule hier in Shanghai. Und ja, das ist so, glaube ich, schon mal so ein Highlight ein bisschen, weil wir haben noch nie abends gespielt. Und das ist ja eigentlich so das Ziel, dass man halt zur Primetime halt spielen darf. Ich stelle mir das eigentlich ziemlich cool vor, weil wir kommen ja aus Deutschland. Und wenn du hier in China auf eine deutsche Schule gehst, dann ist es vielleicht auch mal cool, wieder Leute aus Deutschland hier zu haben, die dann auch noch als Band auftreten. Und hier hat man auch wieder einen ganz anderen Draht zu den Leuten. Denke ich, das wird noch mal krasser, weil da ja doch dann noch mehr Menschen sind und auch viele junge Menschen wahrscheinlich. Ich habe weder viel über den Auftritt nachgedacht, noch über das Wetter. Mir war einfach nur heiß. Das Problem heute ist, dass Lissy, die ja eigentlich schon länger jetzt krank ist, heute dazu noch heiser ist. Schaffst du dieses We're going down? We're going down, down. Oh, wenn ich es toller sehe. We're going down. Nein, oder? Das hätte ich zum Beispiel auch sehen. Down, down. Das ist richtig geil. Das ist mega. Ach, das könnte ich zum Beispiel sehen. We're going. Sie kann jetzt quasi nicht singen, also wir müssen irgendwie versuchen zu improvisieren. Und dann können wir beide zum Beispiel auch kräftiger. Also ich denke immer nur, we're going und dann denkt ja, wir betonen einfach immer so ein paar bestimmte Wörter so. Und dann kannst du ja so quasi damit abgehen. Also. Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt funktionieren wird, ob es funktioniert. Hoffen wir mal, dass es klappt. Die Ingredients, oder? Wir sind Ingredients. Ja, okay. Ich bin die Sabrina, die neue Schülersprecherin der Deutschen Schule Shanghai, Eurocampus. Wir haben jetzt vor 10 Tagen erst halt Bescheid gesagt bekommen, ja, ihr macht jetzt die Rock Night hier. Innerhalb 10 Tagen alles organisieren. Wow. Also ist es vielleicht noch so, dass die Rock Night bei uns noch nicht so smooth läuft. Bei uns läuft auch alles katastrophal, es passt gut. Ja. Also wir haben eine heisere Sängerin, sag mir, was bei euch irgendwie steht. Ja. Also auf jeden Fall, unser Programm heute wird zuerst wird ein Hip-Hop-Tanz aufgeführt und danach kommt ihr natürlich. Die andere Band, Aber Hallo, hat gerade den Soundcheck. Währenddem werdet ihr gleich auch interviewt von unserer Schülerzeitung Gecko. Hey, wir lassen uns halt. Ja. Wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen? Das ist eine gute Frage, die hören wir auch öfter. Warum wolltet ihr in dieser Band bzw. beim Bandcamp mitmachen? Da haben wir wahrscheinlich ja alle sehr verschiedene Gründe für, sag ich mal. Ihr habt euch ja erst gerade kennengelernt. Wie klappt es denn da mit euch? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns auch so gut untereinander verstehen, weil um gute Musik zu machen, muss man sich untereinander echt gut verstehen. Viele Schüler wollen vielleicht wissen, ob ihr noch zu haben seid. Zu haben sind? Also, ich glaube, bis auf Marcel, alle. Ja, also auf jeden Fall, gleich kommen wir mal die Ingredients, die aus Deutschland mit Kika. Diese Stimme ist gar nicht gut. Also es wurde war zwischendrin besser. Jetzt wieder runtergegangen, vielleicht haben wir Glück und jetzt in dem Moment wird es wieder besser, aber es sieht nicht gut aus. Ja, das wird jetzt unsere größte Herausforderung werden, weil unsere Sängerin steht ja auf der Bühne, hat aber eigentlich so gut wie keine Stimme und wir müssen gucken, wie weit sie singen kann und wie weit wir sie unterstützen müssen. Wir haben halt diesmal nicht mal einen Plan, wo wir einsetzen sollten, um quasi ihre Stimme dann zu übernehmen. Weil es kommt darauf an, wie hoch sie singen kann und das wird problematisch, also mal gucken. It's kicking me to the ground. I won't break down.
Berlin. Ich bin ein bisschen heiser. Mich stört's nicht. Ich hoffe, euch auch nicht. Ich denke, wir haben uns in den letzten Wochen, gerade was das Auftreten auf der Bühne angeht, wir haben uns da verbessert. Ich denke mal, das lag halt auch am Coaching ein bisschen, was wir bekommen haben. Wir sind halt ein bisschen lockerer geworden, auch wenn wir uns verspielt haben oder wir Fehler gemacht haben, das haben wir das relativ gut überspielt. Mit dem Rap finde ich total cool. Lissy macht das auch Spaß. Also man merkt halt, dass sie sich da fast besser wiederfindet als in anderen Songs. Also ich würde da weitermachen, weil man merkt, also es ist auch ganz gut, glaube ich, angekommen heute beim Konzert. Also wenn ich überlege oder vergleiche, wie wir vor 3-4 Monaten noch mit Learn to Fly im Proberaum standen und wie wir jetzt sind, haben wir eigentlich meiner Meinung nach einen riesengroßen Sprung gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich hatte zwischendrin immer mal so ein bisschen Zweifel, dass ich da irgendwie immer was hinbekomme als Musiker. Jetzt hat sich das sozusagen geändert. Ich fühle mich wie in der Familie. Wir haben wahnsinnig talentierte Musiker in der Band, so mit Skills, mit denen man einfach richtig was anfangen kann. Sehr herzlich, dass ihr hier seid. Wir werden spielen, live, mehrfach sogar live, auf der Music China in Shanghai. Da können dann nicht eure Freunde kommen und jubeln? Und dabei ist es wirklich euch überlassen, was ihr spielt. Covern, eigene Songs. Ihr braucht am Ende 20 Minuten Set, dass ihr sofort auf jeder Bühne spielen könnt. Wir stecken da, glaube ich, alle, also vor allem eben Marcel und ich, weil wir die Songs schreiben, stecken da sehr viel Energie rein und beschäftigen uns wirklich sehr viel damit. Wir hatten ja bei unserem letzten Auftritt 4 selbstgeschriebene Songs und das haben wir jetzt auf 6 bis 7 Songs konzentriert. Dafür, dass wir dann in dieser kurzen Zeit schon einfach mal 7 Songs geschrieben haben, ich glaube, das ist nicht schlecht. Was jetzt für die Ingredients wichtig ist, Routine zu bekommen. Ich glaube, durch den Kontakt mit Aber Hallo, wo sie gemerkt haben, wie die auf der Bühne sich geben, haben sie auch noch was gemerkt. Da hat es auch Klick gemacht bei denen. Alle Aber Hallo, Ingredients und alle, die mitfahren, werden den Trip nicht vergessen.